Komm, so ein bisschen Gefühlsduselei tut gut. Ein bisschen Emotionen rauslassen. Ich habe vorhin im Studio, habe ich ein bisschen an meinem Album weitergearbeitet. Da habe ich diesen Sound gehört. Das war zu wild, Alter. Das hat mich so gepackt, das ging fast 7 Minuten. Mir kam echt, ich hatte echt Pipi in den Augen, ne? Und dann dachte ich mir so, boah, man kann echt alles schaffen, Alter. Motivation pur. Man muss nur tun, man muss nur handeln, man muss es echt einfach machen. Wir sitzen leider zu oft einfach und denken nur darüber nach, wie wäre es, wenn? Oder wie soll ich anfangen? Wo soll ich ansetzen? Ach, das ist mir alles zu kompliziert. Scheiß drauf. Das ist das Ding, was man mit Musik durchsprechen kann. Denn Motivation ist nicht nur ein Wort. Motivation ist eine Einstellung. Motivation ist eine Lebenseinstellung. Es ist nicht etwas, was du mal kurz benutzen kannst und wieder zur Seite legen kannst, wie ein Löffel. Es ist etwas, das muss in dir verankert sein. An alle meine Freunde hier, die leider keine Motivation haben. Ihr müsst sie nur wiederfinden, Leute. Ihr müsst sie nur wiederfinden. Es muss in euch ausgelöst werden. Bei mir ist es die Musik. Bei mir löst die Musik Motivation aus. Und ich möchte das mit euch teilen. Diese Musik höre ich privat. Wenn ich im Auto bin, höre ich diese Musik. Genau das höre ich. Ich höre keine Tracks, Hip-Hop, irgendwelche anderen Rapper. Kann ich nicht. Ich schöpfe meine Kraft und meine Motivation und meine Inspiration genau als aus solchen Stücken. Ruhig, ohne Reden, ohne Quasseln, ohne nix. Motiviert euch selbst. Niemand kommt und motiviert dich. Vielleicht einmal ein Kollege. Sei selber deine Motivation. Egal bei was. Lass dich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen, Leute. Nichts und niemand. Nichts und niemand. Und diese Musikstücke sind für mich der Zünder. Ich bin ein emotionaler Mensch. Meine Motivation wird gezündet durch Frequenzen. Musik oder Videos oder Bilder oder Erinnerung. Auch meine Vorstellung. Ich motiviere mich jeden Tag immer aufs Neue, Leute. Egal was es ist. Es ist nicht immer einfach, aber wer hat schon gesagt, dass es einfach wird? Verdammte Scheiße, ne? Leute, Musik besteht aus Frequenzen und Schwingungen. Es erzeugt nicht umsonst Gänsehaut. Ich war gerade voll auf diesen Trip, gerade im Studio. Genau auf diesen Film war ich gerade. Bestimmt eine Stunde oder so. War einfach eine Stunde so in meinem Studio, ganz alleine. Boxen voll aufgedreht, mit Subwoofer alles. Man hat so viel Gedanken. Wie soll ich meine Rechnung zahlen? Was wird aus mir nächstes Jahr? Werde ich jemals meine Träume erfüllen können? Ich weiß. Ich habe auch diese Gedanken. Deswegen sagte ich am Anfang, ich bin wie du. Ich bin nicht anders. Man hat die verrücktesten Vorstellungen, wa? Werde ich vielleicht Kinder kriegen? Werde ich ein armer Penner? Werde ich erfolgreich? Bin ich sicher? Mache ich mir selber nur was vor? Habe ich mich vielleicht in irgendwas verrannt? Mögen mich meine Freunde eigentlich? Liebt meine Frau mich? Lieb ich sie? Mache ich meine Eltern stolz? All diese Gedanken, die wir alle in unseren Köpfen haben. Jeder für sich. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und das, meine lieben Freunde, das ist der wahre Krieg mit dir selbst. Sich jeden Morgen zu motivieren, aufzustehen. Stark zu sein. Nicht kaputt zu gehen. Manche gehen daran kaputt. Manche nicht. Aber wenn wir sehen, dass jemand daran kaputt geht, dann müssen wir ihnen helfen, Leute. Weil nur gemeinsam ob innerhalb in einer Familie, in einem Freundeskreis oder in einer Gesellschaft, der Mensch, wir Menschen sind dafür gemacht, um miteinander zu sein,
und nicht gegeneinander. Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen. Das sagt man nicht umsonst. Und diese Community ist genau aus diesem Holz geschnitzt, Ladies and Gentlemen. Nur gemeinsam kann man Dinge bewegen, verändern, sich aufbauen. Alleine, ganz alleine, wirst du verhungern, du wirst verdursten, du wirst verrückt. Wir Menschen brauchen uns, Leute. Deswegen gibt es Gruppierungen, Zivilisationen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir alle nur noch rechts und links gehen, aneinander vorbeilaufen, ohne sich anzugucken, ohne ein Hallo zu sagen. Wer hier ist, ist hier. Wer hier bleiben will, bleibt hier. Ich will, dass wir uns kurz einfach nur bewusst machen, ohne unsere Handys in der Hand zu haben, nebenbei noch auf TikTok zu gucken oder sich ablenken zu lassen. Der Fernseher läuft noch. Ich will, dass wir kurz wenigstens diese paar Minuten in diesem stressigen Alltag uns einmal bewusst machen und einfach die Zeit für uns nehmen. Nimm dir Zeit für dich selbst. Es ist egal, was andere über dich sagen oder denken. Es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist nur wichtig, was du selber über dich denkst. Was denkst du über dich selbst? Hast du einen inneren Konflikt mit dir selbst? Dann löse ihn. Weil erst dann kannst du dich gut fühlen. Anders nicht. Innere Konflikte sind die wahren Probleme, die wir Menschen haben. Und wir tragen sie gerne nach außen. Übertragen sie sogar. Projizieren sie auf andere. Unzufriedenheit. Po. Wir könnten Lieder singen, Chat. Wir könnten verfickte Lieder singen. Wir könnten Lieder singen über Traurigkeit, über Wut, Hass, Zorn, aber auch über Liebe. Aber wir halten den Mund und sind stumm. Wir schweigen. Wir fressen in uns rein. Wir fressen und fressen alles in uns rein, bis wir eines Tages einfach platzen, Alter. Und alles rauslassen, was sich gestaut hat, emotional. Und finden dann nicht die richtigen Worte und fangen dann an zu beleidigen. Werden verrückt. Und dann müssen wir uns wieder zusammenreißen. Weil die Leute denken sonst was Falsches von dir. Hä? Was glaubt ihr, warum ich hier sitze? Und jedes scheiß Thema aufmache. Mit jedem rede, der reden möchte. Was glaubt ihr, warum? Ich will das durchbrechen, Leute. Es geht nicht um Theorien, um Wahrheit oder Lüge. Es geht nicht darum, wer Recht oder Unrecht hat. Wer sich besser artikulieren kann. Darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, wer schlauer redet. Wer einen besseren Wortschatz besitzt. Darum geht's nicht. Wer eine bessere Stimme hat. Wer verklemmt oder nicht verklemmt ist. Darum geht's nicht, Leute. Es geht nur darum, sich zu erleichtern. Ob es ein Hater ist oder ein liebevoller Mensch. Erleichtert euch. Scheiß drauf. Lasst raus. Wenn ihr frustriert seid, kommt ihr in diesen Chat manchmal und lasst den Frust ab. Dann habt ihr eine Figur, auf die ihr zeigen könnt. Da lasse ich jetzt meinen Frust ab. Meine Energie ist unendlich und eure auch. Erstmal danke für eure ganzen Abos, weiß ich sehr zu schätzen. Das ist sowas wie eine kleine Anerkennung für den Streamer. Wenn jemand abonniert, sehen die meisten immer nur das Geld. Seien wir mal ehrlich, was ist schon Geld? Ein Mittel zum Zweck. Hast du mehr Geld, hast du mehr Mittel. Aber wenn du hier oben nicht funktionierst oder verstreut bist, was machst du dann mit deinem Geld? Was hat das dann für einen Wert? Manche machen sich das Leben auch schwieriger durch mehr Geld. Es heißt nicht umsonst, more money, more problems. Geld ist eine schöne Erfindung, wird leider missbraucht. Wir haben alle nicht viel davon. Wir wissen es zu schätzen. Deswegen ist das für mich wirklich eine sehr große Anerkennung, wenn ich sehe, dass jemand hier in der Community sich bereit erklärt. Es ist zwar nicht viel, aber es geht gar nicht um den Wert des Abos, sondern um den Wert der Symbolik, was dahinter steckt. Die Geste zählt. Und diese Anerkennung. Also wenn ich mich für ein Abo bedanke oder für Subbomb,
dann für die Anerkennung der Leute, die das gegeben haben. Das heißt, ihr vertraut mir. Ja, ihr vertraut mir. Und das ist für mich sehr viel wert. Das ist eine Verantwortung. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Riesenverantwortung. Es gibt Menschen unter euch, die mir einfach vertrauen. Ich meine, ich bin nicht Krösus oder so ein Scheiß, ne? Aber was tun wir nicht alles, damit wir uns ein bisschen besser fühlen? Was sind schon 10 Euro, 5 Euro? Wir geben manchmal 200 Euro an einem Abend aus. Denkt nicht mal darüber nach. Aber wir würden alles dafür tun, damit wir uns besser fühlen. Damit wir uns sicherer fühlen. Ja? Da ist das Geld nicht genug. Dann kommt der Wert, den du dir selber gibst, ins Spiel. Das Symbol, die Geste. Das ist der wahre Wert, Leute. Ich gebe diesem Stream einen Wert. Auch wenn es sehr viel Geld kostet, diese ganzen Apparate hier. Mikrofon, Computer, Strom. Ich scheiß drauf. Was kostet die Welt? Ich lebe nur einmal. Was ist das für ein Lenkrad? Ich habe das noch nie benutzt hier. Dieses Lenkrad. Ich habe es noch nie benutzt. Vielleicht wird es mein Sohn benutzen. Was kostet die Welt, Leute? Ich finde, den Wert der Dinge musst du selber geben. Dieses Handy. Ja, es hat einen Preis, den du mit Geld kaufen kannst. Aber das ist nicht der Wert, den ich ihm aber gebe. Versteht ihr, was ich meine? Ich gebe diesem Gerät selber einen Wert. Und den Wert, den ich diesem Gerät gebe, ist viel weniger als das, was es kostet. Versteht ihr, was ich meine? Das sind zwei verschiedene Dinge. Zum Beispiel diese Maus. Kostet nichts. Lass es 20 Euro sein. 10 Euro. Ich küsse diese Maus. Wisst ihr, wie lange ich sie schon habe? Wie lange sie mir hilft, ohne kaputt zu gehen? Wenn ich ihr einen Wert geben würde, dann wäre das mehr als 20 Euro. Ladies and Gentlemen, ich denke, wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir den nächsten Step einleiten müssen als Community. Lasst uns einfach diesem Ganzen hier einen Wert geben. Es ist nicht nur ein Stream, den du dir mal kurz anschaust, während du am Essen bist. Naja, kann sein, für manche schon. Es ist viel mehr als das. Es ist sowas wie eine kleine Quelle. Eine Quelle, die ein bisschen anders ist. Die dir was zurückgibt. Gib du selber dieser Sache einen Wert. Und es wird wertvoll für dich sein. Für mich ist es wertvoll. Ich habe mies recherchiert. Es ist nicht nur Stream, Klicks, geil, Zuschauer, wow, Sponsoring. Das ist nur ein Nebeneffekt. Verdammte Scheiße, ich habe nicht mal einen verfickten Sponsor auf Twitch. Ich habe alles abgelehnt. Alles abgelehnt. Nicht, weil ich keinen möchte, sondern weil ich sie nicht gefühlt habe. Boah, habe ich Summen auf den Tisch bekommen, Leute. Angebote. Gerade jetzt, in den letzten paar Wochen. Uff, wenn ihr wüsstet. Wisst ihr, ich möchte nicht am Ende da liegen und mir denken, boah, habe ich viel Geld gemacht. Ich möchte am Ende da liegen und mir sagen, ich habe viel mehr Wert gehabt, als Geld mir jemals geben kann. Als Geld jemals etwas einen Wert geben kann. Etwas, was vielleicht Milliarden von Euros kostet. Wie zum Teufel willst du dir eine Community kaufen? Wie willst du dir Freundschaft kaufen? Wahre Freundschaft. Wie willst du dir eine wahre Beziehung mit deiner Frau kaufen? Wie? Eine wahre, das kannst du nicht kaufen. Wie willst du dir Respekt kaufen? Wie willst du dir Motivation kaufen? Wahrhaftige, stabile, konstante. Wie? Mit Geld? Mit Autos? Mit Schmuck? Wie lange hält das? Solange du diesen Schmuck trägst, solange du diesen Schmuck hast, alles geht weg. Das Leben besteht aus verschiedenen Phasen, Leute. Gib du selber der Sache einen Wert. Und solange du dieser Sache einen Wert gibst, kann es dir keiner nehmen. Kein Geld der Welt. Niemand. Kein Gesetz der Welt kann dir diesen Wert von etwas nehmen, was du ihm selbst gibst. Das ist unbezahlbar. Lasst uns anfangen, dem Ding selber einen Wert zu geben, Ladies and Gentlemen. Egal was es ist. Ob es materialistisch ist oder nicht. Ob es dein Kochtopf ist. Vielleicht liebst du deinen Kochtopf.
Du liebst es, mit ihm zu kochen. Er ist so, wie du ihn haben willst. Es gibt vielleicht einen besseren, einen teureren. Aber er gibt dir nicht dieses Gefühl beim Kochen. Das ist nur ein Beispiel. Deine Schuhe, die du seit 10 Jahren trägst, die Löcher haben. Du liebst sie. Klar kannst du dir neue kaufen. Aber die sind nicht so bequem wie die, die du seit 10 Jahren hast. Die sind eingelaufen. Die haben eine verfickte Geschichte. Wenn du dir diese Schuhe anschaust, erinnerst du dich an Dinge. Was machen wir? Wir werfen all diese Dinge weg, weil wir ihnen keinen Wert mehr geben. Keinen Wert. Ob es diese fucking Maus ist. Dieses fucking Handy. Dieser Stuhl. Diese Kopfhörer. Egal was es ist, Leute. Fangt an, den Ding selber einen Wert zu geben und ihr werdet merken, wie es sich verändert. Das Gefühl, der Bezug zu Dingen. Real Talk.